ganz toller Drehbuchform. Da fahren die Autos so. Aber es passiert nichts. Da passiert aber auch nichts. Man kann einfach durchgehen und es passiert nichts. Genau, richtig. Da ist die weil die Deutschen fahren ihn kaputt und die anderen fahren aus. Ja, genau. Die fahren nicht durch den Bogen. Durch den Bogen können die Fußgänger gehen. Mir ist das passiert, von, wenn ich zu Hause zu einer Party. Nach Hause. Zu Hause? Ja. Ich habe eine Zeitung im Bett. Ja, Entschuldigung. Nein. Nee, morgen. Unterwegs für Marathonlaufen, mitten in der, beim Morgens, mittags. Bei mir war es 11 Uhr abends. Ich war im Aufbruch mit meinen Eltern und war 2 Minuten, dann wäre ich weg gewesen. Und 2 Minuten später wäre ich im Wagen geschickt. Ich habe schon einen Mantel an. Diese Mantel. Lange. Spinnt er nicht? Oh, scharf. Weg. Oh nein, scharf.
da gibt es Kunst. Ja. Drei Tage. Problematische Briefstelle vom 9. Juli 1857 zu den Fleurs du Mal. Du reste, épouvanté moi-même de l'horreur que j'allais inspirer, j'en ai retranché un tiers aux épreuves. Lettre à sa mère, page 110. Ja, also Krefeld ist ja auch schon eine ganz kleine Stadt, aber ich würde fast noch lieber in einer größeren Stadt wohnen, einfach weil es noch mehr Möglichkeiten gibt, was zu erleben und was für die Städte an sich nachgestellt. Sie wissen ja, dass wir zwei Gehirne eingegraben wurden, ein linkes Gehirn und ein rechtes Gehirn. Und im linken Gehirn ist ja die Sprache. Bei allen rechts ist die Sprache los. Und je nachdem, was für eine Erkrankung eintritt, kann die Sprache voll betroffen sein. Das ist ein größeres Gebiet im linken Gehirn, wo die Sprache zu Hause ist, wo die Sprachfunktion ist. Und wenn dies durch die Durchblutungsstörung oder durch den Unfall völlig zerstört ist, ist zunächst mit der Sprache nichts mehr da. Das Gehirn muss sich dann neu organisieren und es muss das andere Gehirn, das rechte Gehirn oder das, was noch funktioniert, im linken Gehirn, die Trauer, die der Herbst in Baudelaire erweckt. Das ist ein langer, langer Prozess. Das ist die Erntezeit. Die Zeit, in der die Blumen auseinanderfallen. Der Herbst wird bei Baudelaire mit besonderer Feierlichkeit aufgerufen. Ihm gilt das Wort, das vielleicht das schwermütigste seiner Gedichte ist. Vom Soleil heißt es: Il commande aux moissons de croître et de mûrir dans le cœur immortel qui toujours veut fleurir. In der Figur des Herzens, das keine Frucht tragen will, hat Baudelaire dem Jugendstil, lange ehe er heraufkam, schon das Verdikt gesprochen. Deshalb, ja, ich weiß es nicht, ich möchte gerne wieder reden, wie das vorher so war. Aber das schaffe ich nicht mehr. Das, dafür ist die Sprache zu spät. Und ja, Aura. Die Spur ist Erscheinung einer Nähe, sofern das sein mag, was sie hinterließ. Die Aura ist Erscheinung einer Ferne, so nah das sein mag, was sie hervorruft. In der Spur werden wir der Sache habhaft, in der Aura bemächtigt sie sich unser. Ich
Eine Art von produktiver Unordnung ist der Kanon der Mémoire involontaire, wie auch des Sammlers. Et ma vie était déjà assez longue pour qu'à plus d'un des êtres qu'elle m'offrait, je trouvasse dans des régions opposées de mes souvenirs un autre être pour le compléter. Ainsi, un amateur d'art à qui on montre le volet d'un retable se rappelle dans quelle église, dans quel musée, dans quelle collection particulière les autres sont dispersés. De même qu'en suivant les catalogues des ventes ou en fréquentant les antiquaires, il finit par trouver l'objet jumeau de celui qu'il possède et qui fait avec lui la paire, il peut reconstituer dans sa tête l'après d'elle, l'hôtel tout entier. Marcel Proust, Le temps retrouvé, Paris, tome 2, page 158. Die Mémoire volontaire dagegen ist eine Registratur, die den Gegenstand mit einer Ordnungsnummer versieht, hinter der er verschwindet. Da wären wir nun gewesen. Es war mir ein Erlebnis. In welcher Art von Beziehung die Zerstreutheit der allegorischen Requisiten des Stückwerks zu dieser schöpferischen Unordnung steht, bleibt zu untersuchen. Der Begriff des Fortschritts ist in der Idee der Katastrophe zu fundieren. Dass es so weitergeht, ist die Katastrophe. Sie ist nicht das jeweils Bevorstehende, sondern das jeweils Gegebene. So stand es. In Nach Damaskus? Die Hölle ist nichts, was uns bevorstünde, sondern dieses Leben hier. Die Leute suchen, wie die Leute meinen.
Benjamin Anscholem, Paris, 20.01.1930. Mais puis et surtout, ce dont il va s'agir, c'est mon livre Paris à passage. Je suis bien désolé que pour tout ce qui se rattache à lui. Et à vrai dire, c'est le théâtre de tous mes combats et de toutes mes idées. L'entretien soit la seule communication possible. Ça ne se prête pas du tout à être exprimé par des lettres. Je me borne donc à noter que je compte poursuivre ce travail sur un autre plan que jusqu'à présent je l'avais entrepris. Tandis que jusqu'ici, c'était surtout la documentation d'une part, la métaphysique d'autre part qui m'avait retenu, je vois que pour aboutir, pour donner un échafaudage ferme à tout ce travail, il ne me faudra pas moins qu'une étude aussi bien de certains aspects de Hegel que de certaines parties du Capital. Ce que pour moi aujourd'hui semble une chose acquise, c'est que pour ce livre aussi bien que pour le Trauerspiel, je ne pourrais pas me passer d'une introduction qui porte sur la théorie de la connaissance et cette fois surtout sur la théorie de la connaissance de l'histoire. C'est là que je trouverai sur mon chemin Heidegger et j'attends quelques scintillements de l'entrechoc de nos deux manières très différentes d'envisager l'histoire. Geschäfte. Traumhäuser, Passage als Kirchenschiff mit Seitenkapellen. Da alles passiert.
Stilprobe aus der Zeitung Le Bohème. Ce qui souffre cruellement dans les mansardes, c'est l'intelligence, c'est l'art, c'est la poésie, c'est l'âme. Car l'âme est un portefeuille qui ne renferme que des billets de banque du paradis. Et les épiciers de ce monde loueraient cette monnaie-là à leur comptoir comme une pièce tombée des mains d'un faux monnayeur. Alexandre Guérin, Les Mansardes, Le Bohème, volume 1-7, 13 mai 1855. Jamais que cette sorte de point lumineux. À vrai dire, j'aurais pu répondre à qui m'eût interrogé que Combray comprenait encore autre chose. Mais comme ce que je m'en serais rappelé m'eût été fourni seulement par la mémoire volontaire, la mémoire de l'intelligence, et comme les renseignements qu'elle donne sur le passé ne conservent rien de lui, je n'aurais jamais eu envie de songer à ce reste de Combray. Il en est ainsi de notre passé. Cette peine perdue que nous cherchions à l'évoquer, tous les efforts de notre intelligence sont inutiles. Il est caché hors de son domaine et de sa portée en quelque objet matériel que nous ne soupçonnons pas. Cet objet dépend du hasard que nous le rencontrions avant de mourir ou que nous ne le rencontrions pas. Marcel Proust, du côté de chez Swann, tome 1, pages 67 à 69. Das Prinzip der Flânerie, alors bien en dehors de toutes ces préoccupations littéraires et ne s'y rattachant en rien, tout d'un coup un toit, un reflet de soleil sur une pierre, l'odeur d'un chemin, me faisait arrêter par un plaisir particulier qu'ils me donnaient et aussi parce qu'ils avaient l'air de cacher au-delà de ce que je voyais, quelque chose qu'ils invitaient à venir prendre et que malgré mes efforts, je n'arrivais pas à découvrir.
Écoutez le chasse-moi. Canton, Paris, 1939, page 256. Sehr deutlich lässt diese Stelle erkennen, wie das alte romantische Landschaftsgefühl sich zersetzt und eine neue romantische Ansicht der Landschaft entsteht, die vielmehr eine Stadt schafft zu sein scheint, wenn anders es wahr ist, dass die Stadt der eigentlich heilige Boden der Flanagan ist. Hier soll dies aber zum ersten Mal seit dem Boden her, bei dem es noch keine Passage war, obwohl sich viele zu seinen Lebenszeiten dargestellt hat. Das Leben im Bannkreis der ewigen Wiederkehr gewährt eine Existenz, die aus dem Auratischen nicht heraustritt. Passage, la passage du panorama, passage Verrugota, passage du désir. Menant Jadi à un lieu galant, passage Colbert, passage Vivien, passage du Pont Neuf, passage du Caire, passage de la Réunion, passage de l'Opéra, passage de la Trinité, passage du Cheval Blanc, passage Plessière-Bessière, passage du Bois de Boulogne, passage Bosquet, passage du panorama, il se faut un passage Mérès. Existieren ja ein paar Kleinstädte, 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 Kleinstädte,
Benjamin an Gretel Adorno, Paris, 17.01.1940. Le temps, mon état de santé et l'état général des choses, tout s'accorde pour m'imposer la vie la plus casanière. Mon appartement est chauffé pas assez, pourtant pour me permettre d'écrire s'il fait froid. Ainsi, je reste couché la moitié du temps, comme en ce moment même. Il est vrai que les semaines passées, les occasions ne m'ont pas manqué d'aller en ville malgré tout. Car tous les petits à côté de la vie civile demandaient à être refaits. Il fallait faire débloquer mon compte en banque, solliciter de nouveau l'accès à la Bibliothèque nationale, et ainsi de suite. Tout cela demandait bien plus de démarches que tu ne voudrais le croire. Mais enfin, ça arrive. Il me fait dire que le jour où la première fois je repassais à la bibliothèque, ce fut une sorte de petite fête dans ma maison. Surtout dans le service de la photo, où après avoir photocopié, il y a bien des années, une partie de mes fiches ils se sont vues apporter pour en faire des copies pas mal de mes papiers personnels au cours des derniers mois. Lässt sich malen. Die Straßen haben solche Skalen von Grau. Zur psychoanalytischen Theorie der Erinnerung. Die späteren Forschungen Freuds machten es ersichtlich, dass diese Auffassung, die von der Verdrängung, erweitert werden musste. Der Verdrängungsmechanismus ist ein Spezialfall des
bedeutungsvolleren Vorganges, der Eintritt, wenn unser Ich bestimmte Anforderungen an den seelischen Apparat nicht adäquat bewältigen kann. Der allgemeinere Abwehrvorgang hebt die starken Eindrücke nicht auf. Er deponiert sie. Es wird der Deutlichkeit zugutekommen, wenn wir den Gegensatz zwischen Gedächtnis und Erinnerung absichtlich grob formulieren. Die Funktion des Gedächtnisses, sieht der Autor, identifiziert die Sphäre des Vergessens und des unbewussten Gedächtnisses, page 130, ist der Schutz der Eindrücke. Die Erinnerung zielt auf ihre Zersetzung. Das Gedächtnis ist im Wesentlichen konservativ. Die Erinnerung ist destruktiv. Theodor Reich, der überraschte Führer, Leib, 1935, page 130 à 132. Le Saint-Esprit ou l'âme de la nature descend sur la Vierge comme une colombe. Or, la colombe étant le symbole de l'amour, cela signifie que la mère de Jésus avait cédé au penchant naturel de l'amour. James de Laurence, Les Enfants de Dieu, Paris, juin 1831, page 5. Rauschmittel des Vereins. Sie verwischt zweitens alle Spuren des Einzelnen. Sie ist das neueste Asyl des Gedächtnisses. Sie ist endlich im Labyrinth der Stadt das neueste, unerforschteste. Durch sie prägt lange unbekannte chthonische Züge ins Stadtbild ein.
wahrscheinlich zum Halt. Deshalb müsste ich Adorno an Benjamin, Berlin, 17.12.1934. Nehmen Sie es nicht als unbescheiden, wenn ich damit beginne, dass mir unsere Übereinstimmung in dem philosophischen Zentrum noch nie so vollkommen zum Bewusstsein kam wie Ihnen. Das betrifft aber zugleich auch, in einem sehr prinzipiellen Sinne, die Stellung zu Theologie. Da ich auf eine solche Formeingang zu den Passagen drängte, so scheint es mir doppelt wichtig, dass das Bild von Theologie, in dem ich gerne unsere Gedanken verschwinden sähe, kein anderes ist als das, aus dem mir Ihre Gedanken gespeist werden. Es mag wohl inverse Theologie heißen. Und dies ist in der Tat das Schiffernwesen unserer Theologie, kein anderes, aber freilich auch um kein Zoll weniger. Dass Sie aber hier mit so ungeheurer Gewalt durchbricht, ist mir die schönste Bürgschaft Ihres philosophischen Gelingens, seit ich die ersten Bruchstücke der Passagen kennenlernte. Zum Traumhaus, die Passage als Tempel. Vom Habitué des Obscurs Bazars der bürgerlichen Passage, il se trouvera presque dépaysé au passage de l'Opéra. Il y sera gêné, il lui tardera d'en sortir. Il n'est pas chez lui, un peu plus, il se découvrirait le chef, comme s'il pénétrait dans le temple de Dieu. Le livre des 101, tome 10, Paris, 1833, page 71, Amédée Carmel, les passages de Paris. Thank you.
erscheinen, um es zu sein. Gesteigert lernte ich dies Phänomen in einem Traum kennen, in dem mir, der ich in der Begleitung eines Freundes war, im Fenster des Erdgeschosses eines Hauses, das wir zu Rechten hatten, ein Gespenst erschien. Und wie wir weitergingen, begleitete es uns im Innern aller Häuser. Es ging durch die Mauern und blieb immer auf gleicher Höhe mit uns. Ich sah das, trotzdem ich blind war. Der wandelte aber durch Passagen, auch da ist im Grunde so ein Gespensterweg, auf dem die Türen nachgeben und die Wände weichen. Jeder eigentlich noch.